hier eng zusammengedrängt auf nur 4 Quadratkilometern. Ein NS-Kamerateam band das Unfassbare für die Ewigkeit. Doch der Film kommt nie in die deutschen Kinos. Die Aufnahmen werden zum Dokument der Anklage. Etwa ein Drittel der Ghettobewohner sind Kinder unter 14 Jahren. Viele wurden von ihren Familien getrennt. Jetzt sind sie vollkommen auf sich allein gestellt. Nur die wenigsten werden das Ghetto überleben. Eines dieser Kinder ist Christina Budnicka. To, co przeżywałam, to była ciągła utrata. Kogoś mi ciągle... Besonders schlimm war, dass täglich Freunde und Angehörige aus dem Ghetto verschwanden. Cały rytm życia był zaburzony. Już nie było, prawda, czy... Es gab keinen Alltag mehr und auch keine Sicherheit. Było ciągłe napięcie. Unsere Nerven lagen blank. Es ging nur noch darum, ein Stück Brot zu ergattern, um zu überleben. Christina ist 7 Jahre alt, als Hitlers Truppen Polen überfallen. Es ist der erste sogenannte Blitzkrieg der Geschichte. Die polnische Armee ist der deutschen Wehrmacht hoffnungslos unterlegen. Schon nach einer Woche erreicht der Krieg die polnische Hauptstadt. Am 9. September 1939 wird das Zentrum Warschaus erstmals bombardiert. Etwa einen Monat später lässt sich Hitler hier als Sieger feiern. In seinem Windschatten die entsprechende Begleitmusik der Propaganda. Fast 4 Millionen Juden leben hier in Polen. Allerdings wird man sie unter der bäuerlichen Bevölkerung vergeblich suchen. Sie haben auch nicht unter den Wirren des Krieges zu leiden gehabt, wie die eingeborene polnische Bevölkerung. Sie saßen wie Unbeteiligte in den dunklen Ghettogassen der polnischen Städte und eine Stunde nach der deutschen Besetzung machten sie schon wieder ihre Geschäfte. Der nationalsozialistische Wahn vom Herrenmenschen. Hier zeigt er sein wahres Gesicht. Wie in anderen Städten des besetzten Polens soll auch in Warschau ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung errichtet werden. Es gab verschiedene Überlegungen, verschiedene Pläne, die immer wieder verworfen wurden. Und am Ende war es wahrscheinlich in hohem Maße Pragmatismus, das Ghetto dort einzurichten, wo es eingerichtet wurde, weil ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung dort schon lebte. Die Deutschen wollen sich aus dem sogenannten jüdischen Wohnbezirk weitestgehend raushalten. Ein eigens eingesetzter Judenrat soll die Grundversorgung des etwa 4 Quadratkilometer umfassenden Areals organisieren. Lebensmittel, Strom, Krankenhäuser und eine eigene Ghetto-Polizei. Auch die Zwangsarbeit für die Deutschen organisiert der Judenrat. Hinter dem Plan der Selbstverwaltung steckt perfides Kalkül. Natürlich ging es bei der Einsetzung der Judenräte auch darum, die Konflikte, die die Umsetzung der deutschen Befehle auslösten, in die Gesellschaft der Juden zu verlagern und dort zu belassen. Die 24 Mitglieder des Warschauer Judenrats haften mit ihrem Leben. Die schwerste Bürde lastet auf Adam Czerniakow. Als Vorsitzender des Rates nimmt er die Befehle von Hitlers Schergen direkt entgegen. Eine Gratwanderung. Arbeit beim Judenrat findet auch der aus Deutschland ausgewiesene Marcel Reich-Ranitzky. Wir schrieben deutsche Briefe, hatten Übersetzungen von Dokumenten zu machen und nicht Gespräche zu dolmetschen. Das gab es nicht, weil die Mitglieder des Judenrates, also der von Deutschen eingesetzten Verwaltung des Ghettos, alle mehr oder weniger Deutsch sprechen konnten. Mit der Gründung des Ghettos im Herbst 1940 entsteht Schritt für Schritt eine Stadt in der Stadt. Nach außen ist der Bezirk hermetisch abgeriegelt. Die hochgesicherten Tore sind Nadelöhre in eine andere Welt. Wer versucht, sie ohne gültigen Passierschein zu durchqueren, dem droht die Todesstrafe. Passieren dürfen überwiegend Arbeitskräfte, die im sogenannten arischen Teil Warschaus für die Deutschen produzieren.
Am Ende 1942 sind es 5.000 bis 6.000 täglich. Manche hatten die Bildung des Ghettos, so katastrophale Folgen sie zunächst hatte, durchaus mit der Hoffnung verknüpft, dass jetzt Ruhe einkehrt, dass sie auch Ruhe vor den deutschen Besatzern haben. Das war nur bedingt der Fall. Zwar sind die Deutschen im Ghetto relativ wenig offen in Erscheinung getreten, aber dennoch waren Deutsche auch im Ghetto eine unkalkulierbare Gefahr. Motive wie diese, sie finden sich in vielen privaten Fotoalben deutscher Soldaten. In Warschau entsteht ein regelrechter Ghetto-Tourismus. Auf der Durchreise an die Ostfront gilt der Schreckensort als seltene Attraktion. Kein Mensch wollte da sein, wo Deutsche plötzlich im Ghetto auf der Straße auftauchten. Man wusste ja nicht, ob sie nicht plötzlich die Pistole ziehen werden und schießen werden. Und jedem, der da in der Nähe auftaucht, erschießen werden, ist durchaus möglich. Solche Dinge passierten ja gar nicht selten. Gut. Spiel uns doch etwas vor. Du, spiel uns was vor. Ich habe ziemlich schnell verstanden, dass es besser war, die Deutschen zu meiden, dass sie mich jederzeit töten konnten. Es war sicherer, zu Hause zu bleiben. Wenn jemand an die Tür hämmerte, musste ich mich sofort in einem Geheimfach verstecken. Das war klar. Gefahr droht bald auch von Krankheiten und Seuchen. Bis zu 13 Menschen teilen sich ein Zimmer. Die Hinterhöfe sind voll mit Fäkalien und Müll. Das Risiko, sich mit Typhus, Fleckfieber oder Tuberkulose anzustecken, ist enorm. Eine Jüdin schildert das Grauen im Ghetto. Man kann nirgendwo hin. Es ist unmöglich, allein zu sein. Die Straßen stöhnen und schreien mit tausend Stimmen. Sie stinken nach faulenden Fischen und sterbenden Menschen. Es gab Krankenhäuser im Ghetto, es wurden Medikamente ins Ghetto geschmuggelt. Die Ärzte und Krankenschwestern haben wirklich alles versucht. Aber es gab so viele Epidemien und Krankheiten, dass sie dem eigentlich nicht Herr werden konnten. Und dann das große Problem war natürlich der Hunger. Im Grunde hatte kaum ein Ghettobewohner jemals genügend zu essen. Volle Marktstände, ein Leben im Überfluss, inszeniert für die Kameras der NS-Propaganda. Die Tagebücher sprechen eine andere Sprache. Essen, Essen. Hätte ich doch wenigstens ein halbes Viertel Brot, wenigstens ein Stück Rinde, meinetwegen verbrannt, schwarz, angekohlt. Tatsächlich ernährt sich jeder Ghettobewohner durchschnittlich von etwa 187 Kalorien pro Tag. Das entspricht 2 Scheiben Brot. Im Wirtschaftsbericht notiert der Kommissar des Warschauer Ghettos, Heinz Auerswald, die knappen Rationen vom März 1942. Es wurden folgende Waren pro Monat pro Kopf eingeführt. 2180 Gramm Mehl, 199 Gramm Zucker, 1/5 Ei, 93 Gramm Frischgemüse. Permanente Unterversorgung und verheerende hygienische Zustände. Für viele bedeutet das den sicheren Tod. Allein im Januar 1941 sterben etwa 900 Menschen an Hunger und Seuchen. Ein Jahr später sind es monatlich bereits über 5.000. Nur wenigen Bewohnern gelingt es, sich mit den Lebensbedingungen im Ghetto zu arrangieren. Vorerst. Ein ganz bekanntes Wort in der Ghetto-Sprache war Protektion.
ja, Protektion. Das bedeutet, dass durch Beziehungen zu den Höheren der jüdischen Verwaltung, vor allem aber vielleicht zu Gestapo-Leuten oder zu Leuten der deutschen Verwaltung, durch diese Beziehungen, durch Protektion, konnte man im Ghetto einiges erreichen. Man bekam mehr Lebensmittel zum Beispiel, man bekam Medikamente. Und einige Leute schafften es eben durch solche Beziehungen oder auch zum Beispiel durch Spitzeldienste für die Gestapo, sich sehr schnell Macht und Einfluss im Ghetto zu sichern. Dem jüdischen Beerdigungsunternehmer Motel Pinkert bieten die grausamen Vorzeichen ungeahnte Aufstiegschancen. Sein Geschäft mit den Toten weckt Missgunst und Entsetzen. Kein Wunder, dass Pinkert es sich leisten konnte, in einem Restaurant zu sitzen und eine fette Ente und Wein zum Mittagessen zu bestellen. Für das Warschauer Ghetto sind ja sehr viele Berichte überliefert und bekannt sind auch sowohl Filmaufnahmen als auch Bilder, wo rauschende Feste gezeigt werden, wo Menschen in Cafés sitzen und trinken und essen, während davor Bettler auf der Straße liegen und verhungern. Das ist sehr überzeichnet, das sind Propagandaaufnahmen. Es ist aber schon so, dass es dieses Gefälle gab. Für die allermeisten Ghettobewohner bedeutete die Veränderung im sozialen Gefüge jedoch einen drastischen Fall nach unten. Ein Großteil der Juden muss Zwangsarbeit leisten. Über 30 große und 85 kleinere Betriebe, sogenannte Shops, existieren im Ghetto. Die meisten davon sind in deutscher Hand. In den Werken des deutschen Unternehmers Walter Töppens nähen bis zu 10.000 jüdische Zwangsarbeiter Uniformen und Mützen für die Wehrmacht, ebenso in der Schneiderei Fritz Schulz mit zeitweise bis zu 8.000 Arbeitern. Sie haben auch die Uniformen geflickt, die von der Front kamen. Es machte große Freude, wenn man sie waschen musste, weil sie voller Blut waren. Das hieß, dass auch Deutsche an der Ostfront umkamen. Wer Zwangsarbeit leistet, erhält Lebensmittelkarten. Doch die Versorgung durch die rund 1000 offiziellen Verteilungsläden im Ghetto ist vollkommen unzureichend. Zum Überleben sind die Bewohner auf den Schwarzmarkt angewiesen. Der bietet überwiegend Schmuggelware zu horrenden Preisen. Im Januar 1942 kostet ein Laib Brot im Laden 90 Groschen. Auf dem Schwarzmarkt etwa das 15-fache. Meist sind die Schmuggler kleine Kinder. Von ihrer Geschicklichkeit hängen plötzlich ganze Familienschicksale ab. Die Kinder riskieren dabei ihr Leben. So nachsichtig ist man mit ihnen nur vor der Kamera. Beim Schmuggeln erwischt, werden viele kurzerhand erschossen oder zu Tode geprügelt. Der Judenratsvorsitzende Tschernjakow notiert im Juni 1942 in sein Tagebuch: Es sind lebendige Knochengerippe. Sie reden mit mir wie Erwachsene, achtjährige Bürger. Ich schäme mich zu sagen, dass ich schon lange nicht mehr so geweint habe. Immer mehr Kinder sind sich selbst überlassen. Trotz ihrer schier aussichtslosen Lage sind sie für viele die einzigen Hoffnungsträger des Ghettos. Und diesen Kindern zu vermitteln, dass es Werte gibt, dass es etwas gibt, wofür man lernen muss, also für ein Leben nach dem Ghetto zu lernen, das war die Hoffnung der Ghettobewohner. Das war die Hoffnung auf ein später, auf eine humanere Welt. Und das war ganz, ganz wichtig. Eine vergebliche Hoffnung. Ende 1941 entschließt sich die NS-Führung zur sogenannten Endlösung der Juden.